Nicole Maisch von den Grünen, 31 Jahre alt aus Kassel, Sprecherin für Verbraucherpolitik ihrer Fraktion. Kommunikation über soziale Netzwerke für sie selbstverständlich. Also wenn ich meine Facebook-Freundinnen und Freunde angucke, dann sind da alle Altersgruppen dabei. Aber ich glaube, dass natürlich Leute, die unter 30 sind, vielleicht noch mal eine größere Affinität zu solchen Formen der Kommunikation haben. Und ja, ich denke schon, dass das neue Kommunikationsformen sind, die dann auch für viele Leute Politik noch mal anders, spannender, unmittelbarer machen. Sie will die Bürgerbeteiligung fördern, persönliche Daten im Netz sicherer machen, Verbraucher besser vor Internetabzocke schützen und die Urheberrechte regeln. Ich bin überhaupt kein Fan von so einer Umsonstkultur, die sagt, ja, was ihr Künstler macht, will ich eigentlich umsonst haben. Das ist es mir nicht wert zu bezahlen. Und gleichzeitig wehren wir uns natürlich auch gegen das Abmahnunwesen, bei denen im Grunde genommen große Anwaltsfirmen verdienen mit sogenannten Urheberrechtsverletzungen. Besuch aus Kassel. Die Schulklasse möchte etwas über den Berliner Politikbetrieb und den Abgeordnetenalltag wissen. Eine Stunde lang hat Nicole Maisch Zeit für sie. Ist im Bundestag keine Sitzungswoche, wartet in Kassel die Wahlkreisarbeit auf die Politikwissenschaftlerin, die vor ihrer eigenen Bundestagskarriere unter anderem Wahlkreisreferentin von Antje Vollmer war. In der Innenstadt am Grünen Stand geht es um krebserregende Stoffe in Kinderspielzeug. Wichtige Basisarbeit. Man muss sich eben immer daran erinnern, wen man im Bundestag vertritt. Da sitzt man ja nicht als Nicole Maisch, sondern als Vertreterin, ja, der Bürger hier vor Ort und natürlich auch vor allem der Leute, die uns gewählt haben, damit wir eine gute Umweltpolitik machen. Dauerpolitikerin will sie aber nicht werden. Ich denke, dass das vernünftig ist, sowohl für die Politik als auch für die persönliche Befindlichkeit, nicht Politik als was zu sehen, was man quasi vom Studium bis zum Rentenalter macht. Berlin ist natürlich auch toll, aber bei mir ist ja auch mein Lebensmittelpunkt. Meine Familie ist hier in Kassel, von daher ist das schon mal ein Grund, warum es hier schöner ist als in Berlin. Etwa die Hälfte ihrer Abgeordnetenarbeit widmet Nicole Maisch dem Wahlkreis. Immer mehr Zeit muss sie dafür aufwenden, die eigenen Webseiten zu aktualisieren. Was mich nervt, ist, Fotos von mir selbst zu machen, während ich eigentlich mit Leuten reden will, zum Beispiel am Stand, und dann immer im Hinterkopf zu haben, du musst dich jetzt selber dabei fotografieren, das dann hinterher hochzuladen. Was dann wieder schön ist, wenn Leute kommentieren und was Inhaltliches dazu sagen. Natürlich wird ein großer Teil, sieht man ja gerade, von den Mitarbeitern abgenommen. Also wenn jetzt irgendwie die Technik spinnt, dann ist nach 5 Minuten meine persönliche Toleranzgrenze überschritten und Boris haut mich da raus. Das ist gut. Im Augenblick nicht. Im Augenblick spinnt die Technik. Ist tatsächlich du arbeitest so. Dran. Ja. Ich glaube nicht, dass ich mich dem entziehen könnte, ohne wirklich viele Debatten auch nicht mitzukriegen. Also ich bin bestimmt nicht die Aktivste, weder auf Facebook noch auf Twitter. Aber ich hätte das Gefühl, dass ich Chancen vergeben würde, Menschen zu erreichen, wenn ich nicht dabei wäre. 2007 ist sie in den Bundestag nachgerückt. Kein gemächlicher Spaziergang bisher. In den kleinen Fraktionen, bei den Grünen, gibt es keine wirklichen Hinterbänkler. Jeder von uns hat eigentlich eine Sprecherfunktion. Bei mir ist das Ernährung und Verbraucherschutz. Von daher ist das gemütliche Hinterbänklertum gibt es bei uns eigentlich nicht. Nicole Maisch möchte sich für Kassel auch nach der Wahl weiter im Bundestag engagieren. Das Thema Netzpolitik und Verbraucherschutz wird dabei wohl immer öfter auf der Tagesordnung stehen und die Grüne ans Rednerpult bringen. Nicole Maisch hat sich darauf schon eingestellt.